Sie sind geflohen vor den Kämpfen um Mosul. Wir wurden unterdrückt und isoliert. Die Soldaten der Terrormiliz IS sind da. Sie haben meinen Sohn hingerichtet, umgebracht. In den kommenden Wochen erwarten internationale Helfer hier Hunderttausende Flüchtlinge. Im Rekordtempo bauen sie Zeltstädte auf. Denn in der Nähe greifen irakische Soldaten und kurdische Peschmerga-Kämpfer die Terrormiliz Islamischer Staat an. Wie hier in Bat Naya, einer Kleinstadt rund 15 Kilometer vor der IS-Hochburg Mosul. Auf ihrem Weg in die zweitgrößte Stadt des Landes müssen die irakischen Soldaten und ihre Verbündeten erst einmal die Vororte erobern. Und immer wieder gibt es Rückschläge. Am Freitag hatten die Islamisten Kirkuk angegriffen, eine von Kurden kontrollierte Stadt im Norden. IS-Selbstmordattentäter sprengten sich dort und an einem nahegelegenen Kraftwerk in die Luft und brachten vor allem Sicherheitskräfte um. Die Bilanz: Dutzende Tote, mindestens 130 Verletzte. Die Menschen in Kirkuk sollten jetzt Ruhe bewahren. Ich bitte die internationale Gemeinschaft, mehr Hilfe nach Kirkuk zu schicken, insbesondere um Geheimdienstinformationen zu sammeln, Polizisten und Sicherheitskräfte auszubilden. Die deutsche Bundesregierung will zusätzlich 34 Millionen Euro Soforthilfe in den Irak schicken. Das Geld soll vor allem den Menschen im Nordirak helfen, die bei den Kämpfen zwischen die Fronten geraten. Wir sind sehr besorgt über Berichte, dass die Terrormiliz IS Zivilisten in und um Mosul als menschliche Schutzschilde missbraucht, während die irakischen Kräfte vorrücken. Sie zwingen Zivilisten in die Nähe ihrer Stellungen. Das kann dazu führen, dass Zivilisten getötet werden. In dem Camp bei Mosul sind bisher zwar nur wenige Flüchtlinge angekommen, aber der Kampf um die Großstadt wird wohl noch Wochen dauern.